Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Laws. Herzlich willkommen zu einem weiteren Action Haul, Teil 2 sozusagen. Im ersten Teil haben wir uns die Neuheiten angeschaut, da verlinke ich euch das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und jetzt im zweiten Teil zeige ich euch, was ich alles gekauft habe. Es ist ein XL oder XXL Video, wie wir das nennen wollen. Es ist nämlich von zweimal, das eine habe ich noch nicht gezeigt und noch nicht ausgepackt. Und ja, starten wir direkt mit dem Video. Als erstes ein paar Bilderrahmen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar diese kleinen, süßen, quadratischen 3D-Bilder, nenne ich mal. Mit dem schönen Pink, Rosa oder Peach Rand. 10 x 10 cm steht drauf. Ich denke, da wird genau ein Ultraschallbild von der kleinen reinpassen. Da dachte ich mir, kann ich zwei, einmal das 3D-Ultrabild und Ultraschallbild und einmal das erste Ultraschallbild hier einmal schön platzieren auf ihrer Kommode und farblich ist das genau die Farbe der Kommode, was sie im Babyzimmer hat. Für 3,67 Euro habe ich auch noch das hier mitgenommen, so auch wieder so 3D nenne ich mal, mit nur einem Glas. Ich habe vor, hier mit so einem Erinnerungsbild zu machen, Handabdruck von Mama, Papa und Baby aufeinander zu stapeln. Mal gucken, wie es aussehen wird, werde ich euch eh dann mitnehmen. To-Do-Notizblock hier einmal in diesem schönen braun-beige-Ton. Ich zeige euch das mal, wie das von innen aussieht. Hier, damit man abhaken kann und das Datum notieren kann. Extra Bereiche habe ich sehr gerne im Flur, falls wir zum Beispiel Einkaufsliste oder To-Dos für den Tag haben und wir beide drauf schauen wollen oder ich selber, dann kann man die Seite sozusagen auch abreißen. Für 8 Euro habe ich eine Smart LED Lampe mitgenommen, also Birne, Leuchtbirne mitgenommen. Die ist mit Alexa connectbar, das war mir sehr, sehr wichtig und werde es hier höchstwahrscheinlich im Wohnzimmer benutzen. Man kann auch mehrere Farben auswählen, ich denke, ich werde aber so ein wohnliches Gelb aussuchen. Ich schreibe euch hier mal meinen Vinted-Account, falls ihr reinschauen wollt. Ab jetzt kommt immer mehr Fashion-Teile für den Sommer online und ich werde es verkaufen und hier... Dafür brauchte ich Tapeband. Warum nicht? Ich versuche mal mein Glück. Vielleicht kennt ihr jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt oder ihr selber wollt einen Garten abgeben. Möchtet einen Garten, euer Garten verkaufen, so ein, vom Gartenverein oder so. Warum nicht? Ich würde mich super freuen. Ich habe jetzt einige Vereine schon angeschrieben, warte auf eine Antwort. Ich weiß, dass die Liste endlos ist, also die Warteliste. Aber ich dachte mir, irgendwo muss man ja starten und irgendwann muss man ja auf diese Liste. Und ja, vielleicht aber kennt ihr ja jemanden, der jetzt direkt jemanden sucht, der was kaufen möchte oder abgeben möchte, dann bitte, bitte, bitte schreibt mir oder kontaktiert mich. Wir suchen nämlich im Umkreis Ruhrgebiet einen Garten. Es kann Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen sein. Wir würden uns mega freuen, wie gesagt, falls ihr jemanden kennt, der ein Grundstück oder einen Garten zum Verpachten abgeben möchte. Da habe ich schon angefangen, ein paar Sachen zu sammeln. Aber eigentlich ist es auch fürs Balkon. Ich möchte wieder Blumen einpflanzen. Dafür habe ich jetzt einfach mal diese stylischen Handschuhe für 99 Cent mitgenommen. Das habe ich schon ausgepackt. Schaut mal. Eine Lichterkette. Ist die nicht schön? Also, die ist einfach zu schön. Eine schöne Lichterkette mit wie vielen LEDs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe aber, weil ich mich nicht entscheiden konnte, dieselbe Lichterkette in Gelb und Weiß mitgenommen. Ich denke, ich werde einfach beide benutzen. Da brauche ich noch Batterie, leider. Ich habe gar nicht daran gedacht. Jeweils 3 Stück. Muss ich beim nächsten Mal kaufen. Dann habe ich für 10 Euro wieder das hier mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wann ich das an euch verlosen möchte und wann ich das machen werde oder ob ich das jemand anderem verschenken werde. Es ist definitiv nicht für mich. Ich habe keine Zeit für so etwas, aber ich weiß, dass sich meine Freunde freuen, dass ihr euch drum freut. Vielleicht werde ich die Tage einfach eine spontane Verlosung im Vlog starten. Also bleibt dran, da werde ich einfach so unabhängig von allem mal was abschicken und verschenken. Das ist eine Eisdiele. Schaut mal, richtig süß. Und die Farben gefällt mir extrem. Und da habt ihr sogar Zuckerwatte. Richtig cool. Die ihr selber machen müsst. Und Fahrrad mit Blumen. Es sieht nach Tulpen aus. Ich finde es sehr schön. Wer kriegt auch nicht genug von Notizblöcken? Also ich habe mich nicht entscheiden können. Und ich fand beide sehr süß. Und so... farblich auch passend miteinander.
Glaub an dich selber steht drauf und hier steht Focus on the Good. Hier einmal mit dieser Farbkombination, rosa mit dem schönen Babyblau, finde ich sehr schön und fand auch, dass diese beiden Farbkombinationen sehr schön aussehen. Passend dazu habe ich auch noch Stifte mitgenommen. Ich finde, am besten kann ich mich motivieren zum Lernen. Ich habe wieder mit der Uni angefangen, mit tollen Stiften und Blöcken. Da habe ich einmal hier diese Marker mitgenommen, wieder in Pastelltönen, sehr süß. Und in demselben Design, das ist so meliert, bepunktet, habe ich auch diese Kullis mitgenommen. Ich zeige euch die mal nebeneinander, dann wisst ihr, was ich meine. Und ich finde, dass diese beiden Stifte extrem zu den beiden passen als Kombi. Für die Kleine ein Kissen, super süß. Dann kam noch diese schöne Tischdecke mit. Schaut mal, wie schön das mit Holz aussieht, mit den Stühlen. Und es ähnelt meinen Stühlen. Ist 100% aus Cotton. Hier steht 99%. Okay, und Leinen. Ach, 90% Baumwolle, 10% Leinen steht drauf. Jetzt stimmt's. Und ist in der Größe 140x250. Ich mag das sehr, wenn das so ein bisschen runterfällt. Und ja, gefällt mir extrem mit dem Streifen. Dann habe ich eine Gardine mitgenommen. Aber ich merke gerade, dass die Farbe etwas dunkler ist als meine Gardine von H&M. Die Gardine aus H&M kostet über 60 Euro und ich liebe es. Die sind so schön, aber ich wollte nicht nur für einen Bereich, wobei man nur eine von diesen Gardinen braucht und in dieser H&M-Packung sind zwei für beide Seiten, wollte ich jetzt nicht so viel zahlen. Ich dachte mir, vielleicht passt das ja von der Farbe, passt sowas von nicht. Ich werde das wieder umtauschen und die Farbe ist so schön, schaut mal. Eine richtig schöne Gardine. Vielleicht mache ich das hier, weil hier finde ich das auch nicht so schön. Mal gucken, weil eigentlich passt es extrem zu meinem Sofa farblich. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich teste das mal hier aus. Ich muss es höchstwahrscheinlich nur kürzen. Ja, dann werde ich für den Balkonbereich, der die ganze Zeit so leer und hässlich aussieht, vielleicht einfach nur weiß holen, wie die Innengardinen. Weil ich habe da super random. Ihr merkt, ich greife nur in die Tüte und zeige euch mal Deko, mal Schreibwaren, mal andere Textilien. Jetzt kommen wir hier zu diesen Bowl-Behältern. Das sind hier Schalen mit Deckel. 5 Stück, die waren unter 2 Euro. Fand ich richtig schön. Habe ich jetzt zum Testen mitgenommen. Wenn man sowas braucht, findet man es nicht. Wenn man zum Beispiel eine Party oder sowas veranstaltet, sucht man sowas. Und ich finde, zum Beispiel hole ich das immer wieder dann beim Metro und dann zahle ich mehr. Und da dachte ich mir, ich teste mal, wenn das wirklich schön dicht ist und mir gefällt, werde ich dann ein paar schon mal für Partys oder so vorkaufen. Dann weiter geht's dann mit Gläsern. Ich habe mich jetzt zügeln können und habe nur 2 mitgenommen. Ich habe sogar noch ein anderes, wovon ich nur 1 mitgenommen habe. Die Tage werden wir meinen Balkon mit meiner Schwester versuchen, so gut wie möglich zu gestalten, aufzuräumen. Und da habe ich schon die Gläser für meinen Balkon. Ich werde euch da mitnehmen. So ein Balkon-Makeover kommt Teil 1 und Teil 2 kommt ganz bald. Aber irgendetwas riecht richtig schön. Dann habe ich noch das hier mitgenommen. Aber ich muss sagen, ohne Deckel finde ich es hier schöner. Mir gefällt das hier als Glas extrem. Ähnelt einer Dose und ich kann mir das vorstellen mit Eiswürfeln und so mit Matcha oder anderen Getränken könnte das befüllt sehr schön aussehen. Papa hat angerufen, Baby ist am Bein. Ein paar Basic, die ihr immer seht. Hier diese Tüten fürs Katzenklo. Ballisto. Farb- und Schmutzfänger, 3er-Pack. Beste Duftrichtung für den Mann, also Deo, welches sehr gut riecht. Mais zum lecker Snacken. Yummy, also die Yuppie-Soße und eine scharfe Soße. Lieblings-Body-Peeling kann ich euch nur empfehlen. Mikado-Stäbchen. Minze-Pastillen für den Mann. Die kleine Hexe hat Randale gemacht. Hm? Hast du Randale gemacht? Wollt ihr nicht schon die Gelebe? Wir machen mal eine kleine Unterbrechung. Okay, die Kleine ist jetzt hier neben mir und liegt und ich versuche mal, euch noch die letzten Teile zu zeigen. Und zwar habe ich ein paar Seifen noch mitgenommen, Handseifen.
Einmal die riesige, die ich auch einmal schon benutzt habe. Die war ganz okay und super ergiebig. Und davon hatten wir einfach extrem lange was. Deswegen. Und dann wollte ich auch nochmal da dran riechen. Machen wir jetzt zusammen. Hier ist richtig kritisch. Einmal das hier. Das sah sehr schön aus. Boah, sehr schön. Einmal hier ein Gesichtsschau mit der Bürste, hatte ich euch auch im ersten Teil gezeigt. Da kann man direkt mit der Bürste auch das Gesicht reinigen. Genau so, könnt ihr das sehen? Ist so eine Plastikbürste. Diese Bodylotion habe ich euch auch beim ersten Teil schon gezeigt und da waren zwei weitere und ich habe mich für das hier entschieden, Sunkiss Bodylotion After Sun mit Schimmerpartikel. Und wir riechen auch hier dran. Richtig schön. Sieht nach so einem Dupe aus, finde ich. Wow. Leute, das riecht auch sehr schön frisch. Und man kann die Schimmerpartikel direkt erkennen. Ich teste das mal auf meinen Handrücken. An dem Cremesdupe und auch so eine kleine... Dankeschön, dass das einfach runterfallen lässt. Wow, das gefällt mir jetzt schon. Dann habe ich so eine Körperbürste mitgenommen. Und hier so einen Badehandschuh, auch so als Peeling-Effekt. Von Dr. Beckmann habe ich eine Gallenseife, also ein Spray mitgenommen. Sehr gut für ihre Sachen, falls sie die verschmutzt. Benutze ich sehr gerne. Da habe ich diese neuen Schwämme gefunden. Die Smiley-Schwämme benutze ich sehr gerne und das sieht auch sehr interessant aus. Hat so ganz grobe Rillen. Für unsere Prinzessin habe ich mich für das hier entschieden, weil ich denke, alles andere ähnelt dem, was sie schon zu Hause besitzt. Aber diese beiden, sozusagen Katze, Gold und Leoprint, hatte sie nichts. Deswegen dachte ich mir, entscheide ich mich für. Hierfür habe ich nur 1 Euro bezahlt. Muss ich ihn an den Gym. Eine Handykette für 99 Cent habe ich mich für die lilane Variante entschieden. Da hatten die aber ganz viele verschiedene und das ist so universell, passt zu allen Handyhüllen. Dann habe ich diese Ohrringe mitgenommen für 2 Euro. Fand ich sehr schön. So etwas größer als die ich sonst benutze, aber auch nicht zu groß und die sind wirklich super stabil. So ein Augenbrauen-Tattoo sozusagen, für als welches man als Lipliner benutzt, habe ich mitgenommen, aber ich habe es noch nicht getestet. Ich habe es so oft gesehen auf TikTok und ich muss mich mal trauen. Ich traue mich immer so schwer, ehrlich gesagt. Und dann habe ich auch noch das hier mitgenommen, weil ich nicht wusste, mit welchem die das gemacht hatten. Vielleicht wisst ihr das ja, mit welchem der beiden macht man hier diese Lipliner-Tattoos sozusagen, wo die etwas länger dann anhalten oder Sommersprossen. Ich weiß gar nicht, ich würde mal testen. Dann zu guter Letzt habe ich auch noch das hier mitgenommen, weil ich das sehr schön fand mit der Rose. Das ist hier so ein Duftdiffuser. Wir packen dann zusammen aus. Ist nicht mehr lang, Anneke. Einmal habt ihr hier so ein Duftöl. Das kann man aber auch immer wechseln. Da haben die ganz viele Varianten. Also Action besitzt davon ganz andere Varianten noch. Aber das riecht sehr schön frisch. Schaut mal, so sieht das aus Porzellan. Dann habt ihr hier so einen Bereich, welches ihr dann befüllt mit dem Duftöl. Und dann sieht es einfach mal richtig stylisch aus. Und habt dann einen schönen Duft im Raum. Das waren auch die ganzen Teile, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Donnerstag. Wir sehen uns dann am Samstag mit dem nächsten Video. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag. Deine Hijab-Laws.